nachdem ich dich gesehen hab. Braveheart. Heute wird's episch. Wir lassen uns von einem Film inspirieren und produzieren unseren Song für die aktuelle Community Challenge. Und dafür ist heute Matti mit am Start. Willkommen. Moin. Aktuell gibt's bei uns einmal im Monat eine Community Challenge, bei dem ihr einen Song produzieren könnt, und zwar aus einer Seite des Producer Kompass. Also ganze 14 Anregungen gilt es unter einen Hut zu bringen. Und daran versuchen wir uns heute mal zusammen. Mal schauen, ob wir noch zwei Meinungen unter einen Hut bringen. Ich bin sehr gespannt, was entsteht. Schauen wir es uns mal an. Das hier ist der aktuelle Prompt vom Producer Kompass mit 14 Anregungen. Das Thema unseres Songtexts soll ein alter, vertrauter Film, der noch immer berührt werden. Mit der Emotion Bewunderung. Wie starten wir denn, Maddy? Ich würde vielleicht erstmal schauen, ob wir einen Film finden, der alt ist, der uns vertraut ist und den wir für die Challenge nutzen können. Gibt es für dich denn irgendeinen alten Film, der dich immer noch berührt? Ja, Braveheart finde ich ziemlich cool. Das ist ein alter Film mit Mel Gibson. Geht viel um Freiheit, das Kämpfen für Freiheit. Und ich glaube, das könnte gut passen hier mit dem Thema. Wir sollen uns hier nämlich von einem epischen Video inspirieren lassen, aber ohne Ton. Also wir könnten irgendwas vielleicht Schottisches uns anschauen, einen schönen epischen Drohnenflug und uns davon inspirieren lassen. Mal schauen, wie wir das von der Stimmung her untermalt bekommen. Mhm. Oh, kannst du es hören? Noch nicht so wirklich, aber... Langsames Tempo auf jeden Fall. Ich glaube, die Vorgabe sind 90 BPM. Vielleicht auch gerne sehr verzerrte E-Gitarren dabei, so richtig... Mhm. Richtig was Tiefes, was sehr viel Fundament mitbringt. Boah, der Gletscher. Gibt dir das Braveheart-Stimmung? Schon, ja, voll. Es erinnert mich sehr an eine Szene, wo die sich alle vereinen und da aus verschiedenen Richtungen zusammenkommen, um in den Krieg zu ziehen. Ist natürlich jetzt nicht ganz so episch aufgeladen, aber das kann ich mir gut vorstellen. Wir sollen diesen Rhythmus verwenden. Oh. Ja. Und wir haben ein Sample. Das muss mit rein. Vielleicht kriegen wir sogar das dahin gebaut, dass das ein dunkler klingt. Und ja. So. Ich würde das ganz, ganz doll verhallen. Ich würde das so richtig verfremden. Okay, let's go. Oh, ja. Ah, du willst unten eine Glocke dazugeben, die unten ein bisschen was gibt, oder? Vielleicht dazu, ja, so ein... Der ist zu hell. Ja. Das Dunkle ist ja. So geht's. Okay. Sollen wir auch mal E-Gitarre anstöpseln und mal probieren? Gerne. Let's go. Funktioniert vielleicht. Verhalte Stimmen, hohe Frauenstimme vielleicht dazu. Und sphärische, große Pads, Strings, Hörner. Ich könnte auch selber einsehen. Darf ich ein paar Strings drunter setzen, dass wir als nächstes die Harmonien drin haben und dich dann darüber das singen lassen? Yes. Oh, das ist nice. Nein. Warum nicht? Wie war die Akkordfolge? Irgendwas mit D. Irgendwas mit D, sprach er. Aber hier als musikalisches Element, das letzte, was fehlt, ist die Akkordfolge. Dann haben wir alle musikalischen Elemente drin. Mhm. Mega. Ja, mit Strings und Pad, wie du es gemeint hast, würde ganz gut passen jetzt, glaube ich. Okay, ich habe das Gefühl, es stimmt nicht genau. Ja. Das klickert mal. Oder? Was passiert denn? Meinst du, die Tone stimmt nicht genau? Ja, auf ein H. Das wären 6 nach unten. Haha.
krass, oder? Das ist geil, das ist geil. Also der Trick war jetzt einfach, alles runter zu pitchen auf ein H, weil das H macht die Akkorde irgendwie interessanter, wenn ich das als Bass drunter lege. Da haben wir hier ein H-Moll 7, dann das G drüber. Ja, das ist einfach die Terz. Dann das A, da ist cool, das ist die None. Und dann ist der Grundton. Willst du singen? Noch an den ADT. Schöne Idee. Durch das Runterpitchen vorhin ist da ganz viel im Lowen passiert. Das ist ein bisschen die Frage, wie die Gitarre jetzt hier wirken soll, ob die auch als Bassinstrument wird. Ja, die soll richtig, ja. Die soll Wumms haben und so. Ja, hat sie noch, aber ist besser mit dem Gesang. Oh ja. Und mal beide vielleicht sogar. Viel los, oder? Es ist sehr, sehr matsch fast alles schon ein bisschen. Aber... Ja. So, Text. Jo. Ein alter, vertrauter Film, der noch immer berührt. Emotion, Bewunderung. Ein verlassenes Landhaus als inspirierender Ort. Im Reimschema AABBA. Erzählung aus der Vogelperspektive. Eine Geschichte, die aus einer allwissenden, göttlichen Perspektive erzählt wird. Mit einem Euphemismus. Boah, das ist viel Vorgabe auf jeden Fall. Ja, das schon. Okay. Wenn wir uns jede 10 Minuten zum Schreiben nehmen und mal gucken, was... Das ist gut, ja. Ich schreibe mir jetzt alles kurz auf. Tod. Ich gehe rüber. Gegangen. Kannst du hier bleiben. Hast du es im Kopf? Ja. Alter, du bist ein... Kannst du echt krass viel merken. So. Danke. Und er ist von uns gegangen. Ich habe einen Chorus. Oh, ich auch. Naja, irgendwas kriegen wir das schon raus, zusammengebraten. Ich kenne mein Ziel, aber sehe es nicht. Vertrau auf Mut und zöger nicht. Trag dich tief im Herzen, seit dem Tag, an dem ich dich gesehen habe. Braveheart, in mir brennt dein Heldenlicht. Trag dich tief im Herzen, seit dem Tag, an dem ich dich gesehen habe. Braveheart. Was war das denn? Was war das denn Schönes? Das ist es, ne? Das ist es. Ja, sag mal, ich würde vielleicht noch einen Take machen, weil ich einmal ein bisschen tief war. Von ist ja ein... Seit dem Tag, an dem ich dich gesehen habe, Braveheart. Nochmal, doppelt. Trag dich tief im Herzen, seit dem Tag, an dem ich dich gesehen habe, Braveheart. Wahnsinn, Dicke. Schön. Er ist von uns gegangen, in seinem unendlichen Freiheitsdrang. Hat die Heere in die Schlacht geführt, hat seine Krieger inspiriert. Gänsehaut, wenn sie seine Lieder sang. Gänsehaut, wenn sie seine Lieder sang. Wenn sie seine Lieder sang.
wenn sie seine Lieder singt. Ich kenn mein Ziel, aber sie ist nicht. Vertrau auf Mut und zöger nicht. Trag dich tief im Herzen seit dem Tag, an dem ich dich gesehen hab. Braveheart. Lange nicht mehr Musik gemacht mit dir. Ja, das war schön, so Bock, ey. Schön. Bin sehr stolz darauf, was hier entstanden ist. Wie schön. Wir sind aber nicht die Einzigen, die diese Challenge versucht haben zu absolvieren. Ihr habt das den letzten Monat auch getan und in der Cinematic Wonder Challenge auf Discord eure Songs und Beiträge gepostet. Hören wir mal rein. Der erste Beitrag, den wir hier haben, ist von Martin Kraken. Ein Haus vielleicht, oder? Your love is endless. You feed it as if it were real. You're running through forests and speaking with stones. And sometimes you're dying, and then you are reborn. The night runs out and the day begins. You see, it's game over. Oh, was für ein Ende, das kommt überraschend. Der Kontrast ist cool, ne? Von diesem Drum-intensiven Part, so nur Klavier und Stimme am Ende. Game over. Ja, yeah, nice. Es ist an The Witcher, glaube ich, ne? Gerichtet, oder? Es ging um Monsters und Witcher. Also, es gibt ja schon sehr lange auch die Saga und die Comics und so. Gibt eine moderne Serie auf Netflix dazu. Ich könnte mir gut vorstellen, dass ihn vielleicht dieses Bild unten links dazu inspiriert hat, weil das hat ja schon so ein bisschen Witcher-Atmosphäre, ne? Nebel, dunkel, ja, voll, Wald. Total. Es gibt halt auch in der aktuellen Netflix-Serie gibt es halt auch mal wieder Szenen, wo die so Kämpfe haben und so, die auch in so düsteren Atmosphären und ja. Häusern und so stattfinden, ja. Cool. Nice. So, der folgende Beitrag ist von Dakta. Den haben wir auch schon in ein, zwei Challenges hier miterlebt und auch schon mal Sachen vorgespielt hier. Titanics! Schön, er hat viel mit Akkorderweiterungen gearbeitet. Schöne Sus-Akkorde hier. Sagte Herr Marina, du, ich hab da ne Idee. Seine Eltern haben ne Hütte auf dem Berg im Schnee. Ist mehr so ein Landhaus mit fließend Wasser und Kamin. Was sie bräuchten, wäre nur noch im geeigneten Termin. Mit dem Termin ließ Marina lange auf sich warten. Er traf schon mal Vorbereitungen im Landhausgarten. Es sollte romantisch werden, Essen bei Kerzenschein. Für den Abend wollte er ihr Leo sein. Zwei Wochen später in der Hütte, es war kaum zu fassen. Er konnte die ganze Zeit nicht von ihrem Blick ablassen. Er dachte schon beim Kochen, er hätt's komplett verkackt. Da stand sie plötzlich vor dem Kamin, splitternackt. Oh, wow, was da an Arbeit reingegangen ist. Meine Güte, was für ein langer Track auch. Voll aufwendig, ja. Ultra viele der Anregungen sind hier alle mit drin, ne? Sogar das alte Landhaus hat er untergebracht, was wir nicht geschafft haben. Ja, in den Lyrics noch mal reingepackt. So. Das ist eine tolle Übertragung, ne? Der Leo. Vom Film der Titanic auf diese Story hier. Das ist cool geworden. Wir können das im Video hier leider nicht in voller Länge spielen, aber hört euch die ganze Story mal an. Alle Beiträge aus dieser Challenge stehen im Cinematic Wonder Kanal. Also hört mal rein. Und hier haben wir einen Beitrag von Kawush. Kawushi. Kawushi? Niemand weiß es. Kawushi, Kawush. Ah, wir hören mal rein. Ja, ja, da ist der Rhythmus. Ja. Ich mag die Drums, die sind irgendwie. Erwartet man nicht, dass da halt so Hip-Hop-Trap-Drums zu sind, aber ist cool. Ja. Der Sound, auf der die Harmonien spielt von Beginn an, das ist ein ultra. Das ist ein Blasinstrument irgendeiner Art, denke ich. Ja. Das ist cool. Das sind das Original-Samples aus dem Film? Möglich. Ich weiß gar nicht. Möglich, kann ich auch nicht sagen. Vielleicht hat er es geschrieben, hat er was dazu geschrieben? Er hat sich auf den alten vertrauten Film Bewunderung und das verlassene Landhaus fokussiert. Mhm. Es ist unfassbar spannend, wie
bunt die verschiedenen Ergebnisse sind, ne? Dass man so völlig verschiedene Genres und auch Stile hier hört, trotz dass all diese Elemente ja irgendwie da eingeflossen sind. Ne? Also das beweist wirklich, dass diese ganzen Startpunkte, obwohl sie einschränkend wirken, sind es eigentlich gar nicht. Also hat unfassbar viel Bock gemacht heute wieder die Challenge. Danke, dass du mit dabei warst, Matti, beim Produzieren. Ja, sehr gerne. Und wenn ihr Lust habt, bei der nächsten Challenge dabei zu sein, Link dazu steht unter dem Video. Ihr habt bis zum 15. Oktober Zeit, um an der nächsten Challenge teilzunehmen und zu produzieren und euer Ergebnis auf Discord zu stellen. Wir freuen uns drauf, habt eine kreative Zeit. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Cheerio. Wenn mehr brennt.